zuerst riesen Glückwunsch, Respekt an meine Mannschaft. Ich sag, wenn ich die Aufstellung von vornherein beim KFC Uerdingen sehe, weiß ich auch, dass sie mit Respekt schon hier hingekommen sind, dass sie das nicht auf die leichte Schulter genommen haben. Für uns war es ein Riesenspiel, qualitativ, dass wir zweimal in Führung gehen. Danach müssen wir das dritte Tor nachlegen. Und ich sag, wenn nicht da bei der ersten Möglichkeit, danach das... Wir hatten ja 300-prozentige und ich sage, das wäre dann das K.O. gewesen für KFC Uerdingen. Dass sie das Spiel entscheiden durch zwei Sonntagsschüsse, ist aber auch Qualität. Die Abschlüsse sind Qualität, ist einfach so, weil die fliegen nicht nur aus Spaß da rein in den Giebel, sondern das ist eine Qualität. Trotzdem haben wir dem KFC oder dieser Star-Truppe alles abverlangt. Hier ist es schwer, ne? Gegen uns ist es schwer. Ich habe es auch im Vorfeld gesagt, dass wir viele Spieler haben, die von der fußballerischen Qualität nicht so weit weg sind. Allerdings hat man ja gesehen, nach 90 Minuten, nach 110 Minuten war die Fitness dann nicht mehr da. Wir haben uns gequält, wir haben nur noch gefightet. Das ist dann der Unterschied, wenn ich dann sehe, wie ein, weiß nicht, Kiffgier da noch im Vollsprint eine Aktion macht. Das ist schon gut. Im Endeffekt Respekt hier an alle Leute, die es hier möglich gemacht haben, unsere Fans, wie die uns supportet haben. Ich wünsche mir persönlich für die Jungs, für uns als Verein, für uns als Mannschaft, dass wir in Zukunft öfter solche Spiele haben. Und das heißt, ich möchte irgendwann mal den nächsten Schritt gehen. Ne? Macht Spaß, wir können es. Wir können es definitiv. Und dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Ja, das wird auf kurze Distanz nicht möglich sein. Aber ich sag, wenn man Anspruch hat, den habe ich für mich selber. Die Jungs haben ihn für sich selber. Das ist der nächste Schritt. Der ist die Regionalliga. Wenn nicht jetzt kurz, langfristig, möglich ist es mit vollster Unterstützung der ganzen Stadt. Alle Leute, die heute hier waren, ne, auch von Baumberger Seite, wenn die das mit unterstützen, sage ich, können wir es stemmen. Und dann schauen wir, wie gesagt, was die Zukunft so bringt. Klar, wir haben jetzt am Samstag das Derby mit Monheim. Das ist für mich vom Spiel her wie heute ähnlich. Das wird ein Fight über 90 Minuten. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir dann bis zur Winterpause stehen und danach mal gucken. Dieses Jahr, wenn es nicht möglich ist, dann ich sage auf jeden Fall danach das Jahr. Irgendwann müssen wir da durch und hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.